Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte heute mal von der Hindenberger Heide Richtung Wetter über Hagen fahren und dann die Ruhr entlang bis zur Elbsche Talbahn. Die Elbsche Talbahn wieder hier hoch zur Hindenberger Heide. Kommt einfach mal mit, wenn ihr Spaß dran habt. Guck mal, da ist schon wieder McDonald's. Aber da gehen wir diesmal auch nicht rein. Das ist Volmerstein und das ist Wetter.
Links neben dem Strommast kann man den Hakkorturm sehen. Und das ist der Schornstein von der E-Marke in Herdecke. Das ist die Ruhr unterhalb vom Hakkortsee. Wunderschön hier. Mit Blick auf Volmerstein. Rechts oben kann man die Ruine sehen, oberhalb von dem Kran. Wieder sind wir auf dem Ruhrtalradweg von Wetter Richtung Kemnader Stausee.
Das ist die Elbsche Talbahn von Wetterwengern Richtung Gevelsberg. Aber leider nicht komplett ausgebaut. Wir sind hier auf der Elbsche Talbahn. Kohlenbahn Richtung Haslinghausen von Silschede aus. Oh, und? Ich bin
hier am Golfplatz Gevelsberg Berge. Schön angelegt und schön groß. Ich bin hier am Bahnhof Gevelsberg Knapp auf der Brücke. Hört sich fast an wie in Bayern. Und das in Gevelsberg. Das ist der Weg
vom Gevelsberg am Wildgehege vorbei nach Jellinghausen. Ganz schön steil. Da geht's weiter berghoch. Die Wilbörder Straße in Ennepetal-Förde Nord haben sie neu geteert. Die Aske ist immer noch gesperrt. Der Schornstein ist der von der E-Mark in Herdecke. Oder heißt das jetzt Mark E?